Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tabs. Schön, wie das Mammut hier die Steinzeitmenschen platt macht, aber das wollen wir ja nicht sehen. Wir spielen wieder die Kampagne Adventure und wir waren irgendwas mit Schlangen vom Himmel. Snakes from Above, genau, das haben wir im letzten Video abgeschlossen. Und jetzt geht's weiter mit Final Destination Chieftain. Keine Ahnung. Ja, wieder so ein Einzelding hier. Jetzt können wir gemeinsam nur den mal gegen vier andere kämpfen lassen, aber ich glaube, das würde ich sogar verlieren. Moment, wir testen das mal. So, schauen wir mal. Ja, da fährt er gleich runter, kein Problem. So, und jetzt laufen meine Kämpfer auch zurück. Also, wenn sie sich an der Wand festhängen würden. Ah, genau, was ist denn hier nicht richtig? Ohne jede Gegenwehr. Ist ja geil. Ohne Worte. Ja, da staunt man, ne? Okay, das war ja... Moment, das war Steinzeit. Dann lassen wir da auch mal so einen drauf los, ne? Yeah! Mammuts auf Bäumen, oder was? Ja, genau. Mammuts auf Bäumen. Ohne Worte. Ja, was hilft gegen Mammuts? Gegen Mammuts müssen wir natürlich Steinzeitmenschen verwenden. Und wir schmeißen sie mit Pfeilen, hätte ich fast gesagt. Naja, sie werden auf jeden Fall verlieren, denke ich doch. Wie damals, sie sind auf Jagd. Sie brauchen Essen. Frau und Kind haben Hunger. So, zwei sind tot. Fehlen nur noch... Oh, der marschiert einfach so durch. Ah! Okay. Seht ihr, das Leben als Steinzeitmensch war gar nicht so... Nein. Ja, Mammut gegen Mammut. Ah, da bleibt nicht viel übrig. Ja, schaut mal an, ich könnte zwei Mammuts hinstellen und die haben dann noch weitere 4000, nochmal 4000, 8000. Also fast 16.000 haben die hier stehen. Ne, nicht 16.000, 2000, 4000 plus die 8000, 10, ja. Über 10.000, ich habe nur die Hälfte an Punkten. Das ist ja unfair. Doppelt so viele Punkte wie ich. Das reicht nie. Die fallen runter und sind da tot. Was ist denn mit denen nicht richtig? Jetzt werden sie von Äpfel beschmissen. Super. Die haben sich alle selber ausgeschalten. Also ich glaube, mit den kleinen Schlangen gegen die Mammuts ist keine so gute Idee. Kann das sein, so? Ja, wirf 5 vom Himmel, ne? Okay, gut, das lassen wir. Also, keine gute Idee. Gut, dann machen wir es ganz klassisch. Was heißt klassisch, ist das ja nicht. Wir machen zweimal... Schmeiß mal richtig fette Steine. So, schauen wir mal. Okay, das hat natürlich nicht für die Mammuts gereicht. Ist ja logisch, ne? Okay, das Mammut ist erledigt. Das auch. Jetzt werde ich hier von Äpfeln beschmissen. Genau, kaputt ist das Ding. Lassen sich von so einem komischen Typen erschlagen. Das ist mit denen nicht richtig. So, wahrscheinlich lebt hier irgendwo noch ein Einziger oder so. Ja, genau. Sehr schön. Okay. Ich fand trotzdem, dass es unheimlich cool aussah. Oh, das ist, glaube ich, kein guter Ersatz. Du.
Oh, das Mammut läuft ja wirklich einfach. Es ist tot. Dafür lebt das Mammut hier unten noch. Ja, was ist denn mit diesen... Was ist denn mit diesen Mini-Rittern? Wie schlecht sind die denn? Okay, das wird ein weiterer Fail. Ich meine, ich hätte ja hier nur noch einen Mammut, ne? Gut, dann komplett neue Taktik. Wir haben ja hier... Nicht das Katapult. Wo war's denn? Das Langschiff, Zeus, Minotaurus. Bin ich jetzt deppert? Ah, wir nehmen mal Dai ein gegen die Mammuts am Anfang. Und vielleicht machen sie da hinten auch noch mehr Schaden. Und dann schmeißen wir alles mit Sperren zu. So, Puss jetzt noch hier. So, schauen wir mal. Ach, das, ich habe da den falschen platziert. Hm, bin ich deppert. Ich wollte doch den Erdmage machen. Ich wollte doch eigentlich eine Erdmage platzieren. Nein! So, also ich glaube nicht, dass sie das Mammut da noch schaffen. Obwohl, wenn die Sperrwerfer einfach hier stehen bleiben, ne? Blub, blub. Todesmutig stellt er sich dem und ist tot, ja. Nee, er lebt noch. Jetzt ist er tot. Hallo. Nein, es läuft doch da nicht hin. Was ist mit euch? Es ist tot. Okay, wo krebst jetzt hier noch einer rum? Der kommt doch mit seinem Leben nicht klar, ja. Oh. Wie genial. Ja, ich wollte eigentlich den hier, den Erdmage, oder Steinmage, wir bauen mal Knochenmagier. Ja. Okay, der hat leider nicht so viel... Der lebt noch. Ach, das war ja gleich mal richtig schlecht, das Ding jetzt hier. Okay. Auch nix. Taurus, Zeus. Ja genau, die Ballista. Die Ballista wollte ich mal versuchen. Weil ich glaube nämlich, die schießt den Pfeil komplett bis durch und tötet damit auch alle anderen dort hinten. Okay, das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Wollt ihr auch noch Bogenschützen platzieren, ne? So, okay. Zweiter Versuch. Dritter, vierter, keine Ahnung. Schießt! Hey, das Mammut ist erledigt. Das auch. Sieg! Ha! Alles Tic-Tac, Mensch. Okay, wir haben Giftwerfer und Leute mit Schilden. Pfeile bringen uns also nichts. Moment, ich versuche mal was. Ich stehe so auf die Bogenschützen. Ja, doch. Von da aus haben die Bogenschützen wirklich was gebracht.
Ja, das Ding ist durch. Ach, wenn mich die Giftwerfer jetzt vielleicht noch ein bisschen ärgern, aber ja. Die Bogenschild. Ah, voll der Kopftreffer, wie ihr meint. Ah ja. Ein Ritter. Tue ich mir das mit einem Ritter an? Ha, jetzt bin ich mal gespannt. Natürlich alle Bogenschüsse vors Schild, ist klar, ne? Sieg, sehr schön. Mit deutlich weniger Einsatz im Prinzip... Ach du je. Ah, das schreit nach dem Krähenmenschen. Krähentypen, keine Ahnung. Und sie fallen wie die Fliegen. Er kommt. Jetzt hat er sich selber getroffen. So, wo lebt jetzt noch was? Ah ja, okay. So, war auch schnell vorbei. Okay, Berserker, die springen uns so an. Und machen da sehr viel Schaden und dann weniger Schaden. Ich versuche es mal mit so einem Langschiff. Aber ich glaube, ich komme damit nicht so richtig klar. Ups, das wollte man jetzt hier nicht platzieren. Okay, das ist, glaube ich, jetzt nicht so gut gelaufen. Aber wer weiß, vielleicht. Ach, na schaut. Na los, den einen noch! Okay, jetzt liegt da noch unser Leben dort runter. Super. Ah, ein Arschtreffer! Yeah! In den Popo. Minotauren. Okay, die sind wirklich stark. Ich versuch's mal, was das Katapult sagt. Und dann lassen wir die Minotauren einfach mal in die Speere reinrennen. Und dann Bogenschützen. Okay, die Minotauren sind jetzt nicht so richtig in die Speere rein. Aber schaut an, unkritisch. Also die Katapulte waren Zeitverschwendung. Ja, hier sind wir jetzt auch wieder voll gemein, ne? Der hat hier mit einem Schlag weggehauen. Sehr schön. Jetzt wollen die hier hinten hochlaufen, ja, die Bogenschützen. Tut das nicht weh? Ist das ungesund für den Rücken so? Nein, ne? Okay, das ist blöd. Ohne Worte. Jetzt bleibt nicht wieder da liegen, genau. Fall ja runter. Sind das Blindfische? Schieß! Oh! Oh! Oh, Herrgott! So, ich glaube, das war's jetzt. Mit einem Schlag beide tötet. Nee, das bringt uns nichts. Mal gucken, wie die eine Einheit gegen viele Einheiten aussieht. Jetzt fällt er noch auf der Seite runter. Hack drauf, schlag, schlag! Ja. Ein liegender Gegner ist ein schwacher Gegner. Das muss man... Oh nein. Ach, gegen die Valkyren. Oh, das, ah.
Ich hätte es gesagt, die Krähen. Aber die Valkyren töten die so schnell. Nee, ich glaube, dass die anderen in Überzahl sind. Auf der Karte gibt es nachher noch eine Mission, die ist voll blöd, weil die Gegner hier oben überall festhängen. Aber ich will, ja, jetzt habe ich es eh verraten. Nee, das wird nichts mehr. Das müssen wir anders machen. Die Valkyren müssen sich... Funktioniert das vielleicht, wenn man die Valkyren auf sowas zustürzen lässt? Dass die sich dagegen wehren können? Nee, das... Nee. Ach, geil. Okay, aber ich glaube, das sind fast alles meine Raben. Kann das sein? Rabenkampf. Okay, man sieht halt nicht, wer zu wem gehört, ne? Ach doch, es gibt rote und blaue Raben. Na, kommt schon. Also ich glaube, nach einer gewissen Zeit verschwinden die auch. Eins gegen eins. Das ist nur eine Frage der Zeit, ne? Also wie schaut es hier aus? Drei rot und zwei blau. Ich habe also einen Raben mehr. Aber die kommen hier nicht zu Potte. Ja, okay, gut. Gut, gut, gut. Also das wird so nix. Ach, und das waren schon relativ preiswerte Einheiten, ne? Die Halblinge. Oh, das sieht schlechter aus. Ja, gegen die Valkyren weiß ich nicht, da bin ich irgendwie sehr schwach. Okay, wir lassen die Valkyren gegen diese Schilde anfliegen und schießen sie mit Pfeil und Bogen ab. Es leben ja noch ein paar, ne? Aber... Oh, das wird ein Win. Weil die Raben können nur noch maximal zwei töten. Sehr schön. Ja, manchmal geht nichts über Masse, ne? Ach, diese Valkyren. Okay, also es hat ja eben schon mal funktioniert, ne? Nicht lachen. Ich glaube, die Bogen, also nicht die Bogenschütze zu nehmen, sondern komplett Schwertkämpfer ist das Beste hier. Das Problem ist halt, ich kriege die Valkyren sonst nicht los. Ich meine, da die Bogenschützen ja fast blind sind. Oh, okay, bleibt nur noch Sieg. Gut, wer hätte das gedacht? So, dann machen wir noch eine Runde.
Ach nee, ne? Wollt ihr mich veräppeln oder was? Das wird nie was. Na, nee, ne? Schon wieder ein Arschtreffer. Wie geil. Ja, wo hat denn der jetzt hingeschossen? Ja, wo schießen die denn hin? Sonst lebt der da noch, oder was? Super. Ja, jetzt will ich mal sehen, wie... Wo schießen die? Die Meter weiter nehmen? Ja. Okay, das wird, glaube ich, nichts. Oh, so ganz ohne Bogenschütze ist vielleicht auch blöd. Ach nee. So, das müsste jetzt aber... Die sind aus, diese Typen. Okay, ja, dann beende ich das Video an der Stelle. Den nächsten Teil verlinke ich wieder oben rechts. Die Playlist finden wir in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Video.